Nächster Redner ist der ÖVP-Abgeordnete Nikolaus Prinz aus St. Nikola an der Donau. Er ist Bauer und Bürgermeister in der Gemeinde und ÖVP-Sprecher für Bürgeranliegen. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister für Finanzen, Frau Rechnungshofpräsidentin, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Künzberg-Sarey, Oppositionspolitik hat vielleicht den Vorteil, dass man viel fordern kann, hat aber den Nachteil, dass man bei der Umsetzung sozusagen hinkt. Und der Unterschied zwischen Opposition und Regierung ist einfach, dass wir für was stehen müssen, was manchmal schwerer ist. Aber er fühlt dann auf Dauer viel mehr, weil man was bewegen kann. Es wird, wenn man alle im Frust schmachten muss, weil man nichts weiterbringt. Aber ich habe sich jetzt in Wien Gelegenheit, schauen wir sich das in ein paar Jahren an, dann wird aber wahrscheinlich der Herr Landeshauptmann und Bürgermeister Ludwig Schulze, dass der Herr Wiederkehr nichts zusammengebracht hat, ist aber anders paar Schuhe. Wir behandeln bei dem Tagesordnungspunkt den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 und dieser Rechnungsabschluss 2020 hat bei 73,63 Milliarden Einnahmen und 96,11 Milliarden Ausgaben ein Defizit von 22,48 Milliarden. Die Gründe sind hinlänglich bekannt. Das sind einfach die Folgen der Corona-Pandemie, nicht mehr, nicht weniger. Und wie sich das auf die Wirtschaft und damit auf die Steuereinnahmen ausgewirkt hat. Es ist viel dagegen gesteuert worden. Die Maßnahmen sind heute schon mehrmals entsprechend aufgelistet worden, von der Kurzarbeit bis zu den ganzen Hilfen. Aber man darf vielleicht auch sagen, dass zum Beispiel auf der anderen Seite wesentliche Mehrkosten im Gesundheitsbereich entstanden sind. Und wenn man mit Leuten redet, die auf einer Intensivstation Arbeit leisten müssen, welche Mehrbelastung die gehabt haben und was die Arbeit dort heißt, dann würde vielleicht mancher nachdenken, der sagt, na ja, eigentlich gibt es das über Corona überhaupt oder wie tun wir denn damit? Und vor allem, ich bin so gesund, mich kann das sowieso nicht treffen. Die sollen einmal mit Leuten reden, die wirklich dort arbeiten, die Erfahrung haben und Praxis haben. Und letztlich, um was ist denn gegangen die letzten anderthalb Jahre? Dass wir durchfinden, die Balance zu halten zwischen Wirtschaft auf der einen Seite, aber auch Gesundheit auf der anderen Seite. Und wenn man den Vergleich anstellt, auch mit anderen Ländern, dann glaube ich, darf man sagen, dass Österreich im Verhältnis gut durch die Krise gekommen ist, bisher sehr gut durch die Krise gekommen ist, und dass die Wirtschaft wirklich wieder flott wächst, sie boomt eigentlich. Und wenn heute schon ein paar Mal das Thema Beschäftigung angesprochen worden ist, dann glaube ich nicht, dass man mit mehr Geld für Arbeitslosigkeit gegensteuern können, weil wenn man sich anschaut, wie viele offene Stellen es gibt und wie viele Arbeitslose, dann wissen wir, dass wir eigentlich wieder Vollbeschäftigung haben. Wir sind auf dem Niveau wie vor Corona. Und ein wenig direkt gesagt, mit 3% Arbeitslosigkeit muss man ja praktisch ständig rechnen, allein durch die Jobwechsel, die einfach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vornehmen, ist eine gewisse permanente Arbeitslosigkeit und wir müssen sich mehr damit beschäftigen, wie viele offene Stellen gibt es und wie bringen wir denn bestmöglich auch die Leute in Richtung Arbeit, damit die Wirtschaft die entsprechenden Fachkräfte auch in der Zukunft hat, weil die Politik gestaltet die Rahmenbedingungen und die Stimmung kann, glaube ich, nicht so schlecht sein, sonst ginge es uns in Richtung sozusagen Wirtschaftsentwicklung nicht so gut. Und neben Stimmung ist einfach Vertrauen wichtig. Und die Unternehmen in Österreich wissen, dass sie dieser Bundesregierung, was die Rahmenbedingungen betrifft, auch tatsächlich vertrauen können. Und das ist wertvoll so. Wir haben heute schon die Budgetrede vom Herrn Finanzminister gehört. Und praktisch in allen Bereichen gibt es zusätzliches Geld für Schwerpunktbildung, zusätzliche Maßnahmen. Ich denke nur an Breitband, wirklich ganz wichtig für den ländlichen Raum. Es gibt aber auch zusätzliche Mittel für die Justiz. Und ich verhehle nicht, dass ich die letzten Tage mehrmals angeredet worden bin, wie kann das sein, dass aus dem Bereich Justiz so viel in die Öffentlichkeit geht, bevor es die Betroffenen überhaupt erfahren. Und ich glaube schon, dass man erwarten darf, keine Vorverurteilungen, dass man die undichten Stellen dort schließt und dass objektiv und rasch aufgeklärt wird und dass sie jede Institution im Dreieck, sozusagen Staatsanwaltschaft, Verteidigung auf der anderen Seite und die Richter oben drüber, dass man sie richtig einordnet und dosiert. Und zu mancher Oppositionsrede, da glaube ich schon, dass man sagen darf, in welchem Land leben Sie denn eigentlich? Wenn alles so schlecht ist, dann müsste es uns ja ganz anders gehen. Weil objektiv gesehen geht es uns in Wirklichkeit gut und Österreich ist erfolgreich. Und der Bundesrechnungsabschluss 2020 bringt einfach zum Ausdruck, dass man gut gegengesteuert hat, die richtigen Maßnahmen gesetzt hat. Und der Budgetvorentwurf, der Budgetentwurf 2022, den wir morgen in erster Lesung sozusagen diskutieren, ist die richtige Ansage in Richtung Zukunft. Denn Österreich braucht in Wirklichkeit Aufschwung, Stabilität und nachhaltige Politik. Und das machen wir gemeinsam. Applaus